kommen dann. Genau. Wir haben immer wieder Zeit. Ja, Prost. Ich sich hier sogar richtig betrinken mit Jack Daniels und ja, Jägermeister. Oh, cool. Hallo, liebe Freunde. Ja, ich bin mal wieder am Start und zwar geht es heute zum Möhnesee. Wir sind jetzt an einem kleinen Parkplatz gestartet und ja, wir streifen den Möhnesee auf jeden Fall, werden wahrscheinlich auch noch so einen kleinen Abschnitt mitgehen. Und ich bin heute wieder nicht alleine unterwegs, aber diesmal habe ich mal wieder, bin auch mal wieder dabei. Katja Hüpsiechen dabei. Und ja, wir starten mal fröhlich in die Wanderung. Ein paar Höhenmeterchen sind dabei, denn wir sind ja schon, ich weiß gar nicht, ob das schon zum Arnsberger Wald gehört, könnte sein. Ja, so Grenze Sauerland und deswegen wird es halt wieder ein bisschen knackig. Bis gleich. Wir haben jetzt hier einen kleinen Putt, sag ich mal. Man muss sich jetzt hier so ein bisschen durchkämpfen. Brennnessel und Disteln an den Seiten. Aber das schaffen wir schon. Brennnessel, vorsichtig. Brennnessel, vorsichtig auf der linken, rechten Seite. Ja, und wir kämpfen uns jetzt mal hier durch. Ich weiß nicht, wie lang der Weg hier ist. Aber ja, ich glaube, 2 Kilometer werden es jetzt hier auf dieser Strecke. Vielleicht wird er gleich noch ein bisschen breiter. Ich hoffe es mal. Weil sonst wird das noch eine pieksige Angelegenheit hier. Bis gleich. Ein unbekanntes Hindernis. So ein Abenteuerweg haben wir jetzt überstanden. Mit Brennnessel, Disteln, Brombeeren. Also alles, was das piekserfreudige Herz erstrahlen lässt. Mein Gott. Und ja, wir sind jetzt hier an einer Abzweigung und müssen erstmal gucken, wo wir lang müssen. Da lang. Und ja, genau, wir haben es, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer zum Möhnesee. Und ja, gerade sind die Startgruppen in Dortmund eröffnet worden. Und ich habe mich tatsächlich für 6.40 Uhr eingetragen. Und ja, wird eine sehr frühe Startzeit. Wahrscheinlich 4 Uhr aus dem Bett oder so. Aber naja. Was tut man nicht alles, um 55 Kilometer zu laufen? Also bis gleich. Wir haben gerade das Thema Pilze. Ich hatte letztens Boris ein Foto geschickt. Und der kennt sich da echt super mit aus. Der wusste genau, was das für ein Pilz ist und so weiter. Ich habe jetzt mal ein Foto gemacht. Werde ihm das vielleicht gleich nochmal schicken. Um Informationen zu bekommen, was das denn für eine Pilzgattung ist. Weil ich glaube, dieses Jahr, dadurch, dass es so nass eine ganze Zeit lang war, ist, glaube ich, die Pilzsaison richtig gut. So gut kenne ich mich nicht aus, aber ich meine, dass ein paar Leute das gesagt haben, dass dieses Jahr sehr viele Pilze zu sammeln sind. Eben, nach gestandenen 2 Kilometern haben wir schon unsere Red Bullchenpause, aber... Ja. Man muss es kalt trinken, oder? Wenn das jetzt noch warm wäre, Kilometer hier on Tour ist, dann wird es zu warm. Sie können ja Ihres schon mal öffnen. Darf ich? Ja. Und jetzt können Sie meins vielleicht noch öffnen? Ja. Oh, hier. Mücke. Wie hieß das noch? Was ein kompliziertes Unterfangen. Fuschel am See wissen wir ja jetzt auch. Ja, genau. Aber es hat leider, doch, ja genau, es hat ja einer kommentiert. Genau. Man kann auch schön Urlaub Liebe machen, Grüße. Ne? Ja. Und nochmal an Harold, ne? Kann ja mal was hinter den Kommentaren schreiben. Genau. Wir haben mal wieder Zeit, ne? Ja. Can't you hear the world is calling for you? Can't you hear the world is calling for you?
weitergekommen. Es gab jetzt eine große Erhöhung, eine langgezogene Erhöhung, aber es ging, ne? Das war okay. Ja, die Sonne knallt ganz schön, muss man sagen. Also für September, ne? Fast Oktober, ist ja auch nicht mehr lang hin. Das ist so knallt heute. Ganz schön krass, aber wir haben schon gesagt, wir werden auf jeden Fall auf der Rückfahrt an unserer Lieblingseisdiele vorbeifahren. Und ja, ich habe irgendwie voll Bock auf ein Spaghetti-Eis. Hast du dir schon überlegt, auf was du Lust hast? Nö. Du lässt es dir auf der Karte einmal gucken. Genau, ganz spontan kommen. Ganz spontan. Ich war vor ein paar Monaten, glaube ich, ist das jetzt schon her, mit Jörg einmal in der Elfringhauser Schweiz. Und dort gab es einen kleinen Stand, wo Kaffee angeboten wurde. Da stand ein Kühlschrank mitten auf dem Feldweg quasi. Ja, mit Eis und so, wo kein Eis drin war oder wie war nee, das? Eis, nee, das war woanders. Ah, okay, okay. Das ist so ein Selbstbedienungsladen auch gewesen. Mit so einer Kasse, glaube ich, da konntest du den Kaffee selber eingießen. Ah, wow. Oder war da ein Kühlschrank mit Getränken, mit kalten Getränken. Cool. Und da saßen aber schon zu viele Leute, deswegen haben wir da nichts rausgenommen. Da saß schon zu viel Personal. Genau, du hast das Video geguckt, sehr schön. Nee, aber jedenfalls habe ich so gerade den Gedanken gehabt, hier, so wäre sowas auch nicht schlecht, ne? Ja, zum Beispiel. Also das wäre ideal, ne? Wenn da jetzt irgendwie sowas stehen würde, würde man das doch dankend annehmen. Und ob? Das ist so typisch, ne? Nee, sie will nicht. Okay, also wir gehen mal weiter. Bis gleich. Überraschungsmoment vorbei. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Cool. Ja, Fäuschen, wa? Ja, natürlich. I know man passing by, life is good, best I've ever felt. Boah, endlich sind. Endlich nach Gefühlen. 20 Kilometer nach Hause. Herrlich, oder? Über den Aufblick an. Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so as I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I so, ihr Lieben, Kuchenpäuschen ist vorbei. Wir sind wieder auf der Strecke und es ist so warm wieder. Boah, richtig krass. Ja, wir haben natürlich alles sauber hinterlassen, Müll weggeschmissen und so weiter, wie sich das eben gehört. Und ja, also wenn ich hier so diese Aussicht sehe, weiß ich, warum ich das Sauerland so liebe. Es ist einfach fantastisch wieder. Und ja, letztes Mal war ich ja in Altena gewesen, das war auch super, super schön. Und ja, diesmal hier wieder im Arnsberger Wald. Aber diesmal ein ganz anderer Teil wie beim letzten Mal, da bin ich ja Richtung Sorpesee gelaufen. Und diesmal laufen wir eben Richtung Möhnesee und ja, mal gucken, ob wir dann wirklich gleich eine Stelle finden, wo wir vielleicht die Füße reinhalten können, oder? Oh, bitte, unbedingt. Das wäre doch richtig klasse, ja. Ohne einen zu großen Umweg zu machen, aber schauen wir mal, wie es funktioniert. Bis gleich. So, ihr Lieben, wir sind jetzt schon wieder ein Stückchen weitergegangen und ich habe ein paar Aufnahmen gezeigt. Es ist einfach ein Träumchen hier. Also man kann sich gar nicht satt sehen hier. Also das ist einfach so, so wunderschön. Diese Weiten und die Höhen und die Wälder hier nebenan und dann sieht man ab und zu mal ein kleines Dorf am Ende. Es ist einfach toll. Und ja, ich habe gerade an der Schutzhütte da auch so ein bisschen gefilmt und ich finde, das war ein idealer Platz für einen Overnighter. Also klar war es so ein bisschen am Weg und es könnte auch sein, dass da irgendwie Leute mal sind, aber vielleicht hat man ja Glück, wenn man vielleicht mal unter der Woche Zeit hat oder so und da zu übernachten, dass halt nicht so viel los ist, könnte ich mir schon echt sehr, sehr schön vorstellen, da oben den Abend, die Nacht zu verbringen, also ganz, ganz toll. Und wenn dann noch klarer Himmel ist, die Sterne am Himmel, ne Katja, das, oh, das wäre doch, gucken Sie doch mal, das wäre doch schön romantisch, oder? Schon, wenn dann also, aber keine Mücken sind, nee, muss das ich nicht. Mich ausstatten. Ja. Aber das wäre doch richtig geil, also... Ja, mehr gibt es da gerade nicht zu sagen. Wir gehen mal weiter und genießen einfach noch mal ein bisschen die Landschaft hier, würde ich sagen, oder? Ja. Toll. Und ich finde das sehr toll, dass die heimische Bäume angepflanzt werden. Ja. Ja. Ich glaube aber, dass es nicht ganz so viel ist. Ja.
geblieben. Wir haben jetzt ein schönes Plätzchen hier gefunden. Wir machen jetzt hier ein kleines Päuschen. Ja. Prost, Prost auf euch. Mit dem Radler gestärkt haben wir es jetzt tatsächlich an den Möhnesee geschafft. Eigentlich ist unsere Route so, dass wir den nur ganz kurz streifen oder noch nicht mal streifen. Wir müssen jetzt eigentlich in die gegengesetzte Richtung. Aber wenn man schon mal hier ist, muss man sich das auch einmal eben angucken. Und ja, es ist Wasser und so, das ist immer so ein besonderes Flair, finde ich. Und ich hatte heute Morgen echt überlegt, ob ich, weil es war so ein bisschen eine Überraschung für die beiden, auch wo wir hinfahren. Ich hatte Sorpesee im Kopf oder Möhnesee, aber ich habe gedacht, weil Möhnesee war ich auch schon ewig nicht mehr. Deswegen haben wir uns hier für den, oder ich mich für den Möhnesee entschieden. Und ich glaube auch alles richtig gemacht. Ja, wir gucken jetzt noch mal ein bisschen weiter. Bis gleich. Vorhin noch von gesprochen, von so einer kleinen Hütte oder sowas, wo man sich Kaffee selber machen. Nicht ganz, aber wir haben hier ein super cooles Getränkeautomat mit Essen und so weiter. Sogar Runde Leckerli. Richtig, richtig cool. Man kann sich hier sogar richtig betrinken mit Jack Daniels und Jägermeister. Obwohl 2 Euro, das ist voll super hier. Kann man sich hier richtig die Kante geben. Also Schokolade dabei, Milchschnitte, M&M's. Richtig, richtig klasse. Finde ich eine tolle Idee. Mega. So ihr Lieben, noch 2,5 Kilometer haben wir es jetzt. Ja, ich bin gerade aus Versehen auf mein Handy gekommen und habe erstmal mit dem Dr. Urbex telefoniert. Es war sehr lustig. Ist mir auch noch nicht so passiert. Also, dass ich mal jemanden aus Versehen angerufen habe schon, aber bei Dr. Urbex war das jetzt eine Premiere. Schöne Grüße an dich. Und ja, wir gehen jetzt noch mal ein Stückchen weiter. Es ist wieder sehr schön hier, wobei wir auf der Hinfahrt hier schon lang gegangen sind. Und ja, mal gucken, jetzt noch entspannt 2,5 Kilometer. Oh, hier schönes Temperatur, ne? So
ihr Lieben, eine schöne 11 Kilometer Tour neigt sich langsam dem Ende. Ja, wir sind jetzt fast am Auto und werden jetzt gleich Richtung Heimat fahren und uns noch ein lecker Eis gönnen. Ja, und später dann noch eine Pizza. Man muss die verlorenen Kalorien ja wieder rein. Und ja, genau, wir verabschieden uns jetzt und wir sehen uns bis zum nächsten. Tschüss. Du Scheiße. Oh Gott. Okay. Ja, mach ich einmal Video. Nee, das kann ich noch nicht sagen. Ja.